Hallo da draußen! Ich freue mich, euch nach so langer Zeit wiederzusehen. In den letzten Monaten gab es bei uns nichts Neues, doch jetzt gibt es Neuigkeiten. Und zwar zieht bald eine junge Frau bei uns in der Nachbarschaft ein. Wir bekommen eine neue Nachbarin! Ich freue mich riesig darauf, sie kennenzulernen. Wir bekommen eine neue Nachbarin! Und das ist eine Riesenkatastrophe! Warum ist das denn eine Katastrophe? Na, überleg doch mal. Sie ist bestimmt bösartig. Warum sollte sie bösartig sein? Wir kennen sie doch noch gar nicht. Und genau deshalb sollte man vorsichtig sein. Fremden Leuten kann man heutzutage einfach nicht mehr trauen. Aber... Kein Aber. Ich weiß, wovon ich rede. Als erstes wird sie so tun, als wäre sie unglaublich nett. Sie wird hier klingeln. Sie wird sich vorstellen, sie wird uns eine Flasche Sekt schenken und sie wird uns zu sich nach Hause auf einen Kaffee einladen. Na, das ist ja nun wirklich nichts Schlimmes. Es geht noch weiter. Nachdem sie uns einige Tage bis Wochen die nette Nachbarin vorgespielt hat, wird sie irgendwann anfangen, rücksichtslos zu werden. Ich rede von Partys, mitten in der Nacht, unter der Woche. Also so etwas ist ja lösbar. Oh, ich bin noch lange nicht fertig. Weiter geht es dann damit, dass sie regelmäßig ihren Müll vor unserer Haustür abstellt, faule Eier gegen unsere Fenster wirft und Alkohol in unsere Pflanzen schüttet. Warum sollte sie so etwas tun? Na, weil sie böse ist. Und es kommt noch schlimmer. Mit der Zeit wird in unserer Nachbarschaft ein erbitterter Krieg ausbrechen, den nur die härtesten und unerbittlichsten überleben werden. Also findest du nicht, dass du so langsam ein bisschen übertreibst? Unsere Nachbarschaft wird sich in einen apokalyptischen Schauplatz verwandeln. Die Straße wird mit Leichen übersät sein und es fallen tote Vögel vom Himmel. Ach so ein Blödsinn. So etwas passiert doch nur im Fernsehen, oder? Oh nein, so etwas passiert auch im wirklichen Leben. Erst letztes Jahr gab es einen Fall in Frankreich da. Hi, ich bin Tina, eure neue Nachbarin. Ich wollte mich kurz vorstellen. Ich habe euch sogar einen Sekt mitgebracht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal auf einen Kaffee bei mir vorbeikommen. Oh nein, rette sich weg! Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Ich heiße übrigens Mandy, freut mich sehr.